Yalla! Was siehst du, Sadiq? Eine riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Mir wird ganz schlecht von der Hitze. Was du auch tust, frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. Ich weiß. Sonst verschwinde ich, wie die anderen. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Mit so vielen Truhen. Was geht da vor? Warte! Man kann nie wissen, irgendwas. Bleiben wir wachsam. Was? Merkwürdig. Was? Was war das? Einmal! Hier ist nichts Wichtiges. Ich suche besser weiter.
Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sag ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da wird sich doch was finden. Wenn ich es mir recht überlege, ich mache es selbst. Na dann viel Glück. Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Besser als nichts. Du wirst leiden! Nun kannst du ruhen. Seid auf der Hut. Ich denke, das gäbe es Ärger. Jemand schneller als du. Hey. Hey. Das wäre ein gutes Versteck. Was zum... Teile von dir an jedes einzelne Stadttor. Hey! Diese Truhe trägt Ahmads Siegel. Die wird ihm gehören. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl im Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Yeah!
Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Wieder einmal von der Grabungsstätte. Ah! Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Ich habe hier einige Gelehrte mit Verbrennungen. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Ah!
Ach, nerviges Geschwätz! Los jetzt! Dich merke ich mir. Was? Nie auf Nummer sicher zu gehen. Warte! Was? Du kannst nicht fliehen! Verflucht! Ich töte dich! Reiß dich zusammen, Basil. Sofort! Mit meinen Methoden ist gar nichts verkehrt. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg im Geist, einen Weg in die alte Welt.
Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet, oder, Basim?